Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen und Dankeschön fürs Einschalten zu diesem Retro-Game. Der Titel sagt es schon, ich zocke auf dem Super Nintendo Emulator Super Mario World und zwar nicht einfach nur zocken mit Maus, mit Tastatur oder mit einem PlayStation oder Xbox Controller oder was weiß ich mit was für einem Controller. Nein, ich habe mir etwas besorgt, nämlich bei Wish. Und das sogar schön günstig. Und zwar folgendes. Diesen wunderschönen Super Nintendo Controller. Ich hoffe, man sieht ihn. Ich hoffe, man kann ihn einfangen. Mit USB-Anschluss. Das heißt, damit hat man die Möglichkeit, Super Nintendo Spiele am PC zu zocken. Mit dem Emulator. Und nicht nur das Feeling der Games, sondern auch das Feeling des Controllers kommt dabei auf. Ich würde sagen, ich spiele eine Runde und lasse euch dran teilhaben. Nach dem Intro geht es los. Viel Spaß dabei. Bis gleich. So, dann einmal Kopfhörer in die Ohren stopfen und dann einmal Controller in die Hand nehmen und dann zocken wir. Wir nehmen das, einfach rein damit, einfach ab damit. Wir fangen an, ohne lange Rede und kurzen Sinn. Alter. Achso, ja, ist ja egal. Oh Mann, da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Das waren damals Spiele. Also ich habe die Super Nintendo Konsole geliebt. Ich habe sie damals von meinen Eltern... Ja, weiß ich nicht, zu was geschenkt bekommen. Ich glaube einfach so, weil ich lang genug genörgelt habe. Ich will sie haben. Ich hätte sie gerne. Aber knapp du. Und ja, meine Eltern haben dann irgendwann nachgegeben. Und bei meinem war, also bei meiner Konsole, als ich sie bekommen habe, war Super Mario World mit im Paket mit drin. Und ich habe dieses Spiel von Anfang an gemocht. Es gibt ja noch so viele, viele richtig geile Klassiker für das Super Nintendo. Dazu gehört natürlich Super Mario Kart. Ich spuck gerade. Das macht mich so geil hier gerade. Nein, Quatsch. Spaß beiseite, aber irgendwie habe ich gerade eine feuchte Aussprache. Ja, auf jeden Fall, Super Mario Kart gehört auch dazu. Wenn ihr Bock habt, dann spiele ich das sehr gerne auch. Oh, fuck. Ich muss schneller sein. Ja, und da hätte ich mich ducken sollen. Aber gut, egal. So, da muss ich mich jetzt aber ganz schnell beeilen, um das Ding noch zu kriegen. So, jetzt erstmal da hochkommen hier. Wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann sagt mir Bescheid. Ich zocke auch sehr gerne Super Mario Kart ein paar Runden. Und was überhaupt the best game ever war für das Super Nintendo, ist meiner Meinung nach Zelda A Link to the Past. Das war und ist eins der besten Zelda-Spiele heutzutage. Ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Denn die Spiele sind ja doch schon etwas älter. So, wir gehen jetzt hier mal weiter. Level 1 haben wir geschafft. 2 Leben haben wir uns geholt. Und jetzt werden wir so einiges hier mal freischalten. Nämlich diese ganzen gelben Icons. Vorher holen wir uns noch ein paar viele, viele, viele Leben. Oh, volle Konzentration. So, mittlerweile haben wir jetzt schon 10 Leben. Das ist doch schön. Wunderbar. Alles spitze. So. Alles klar. Das werden wir jetzt mal hier kurz mal überspringen. Mal ein bisschen schneller machen das Ganze. Continue and save. Ja. Bitte. Speichern Sie jetzt, das ist schön. Und wir machen doch direkt mal weiter. Ich würde sagen, bis Level 1 bzw. Burg 1 Bowser werden wir besiegen. Sollte das Video also etwas länger sein, tut es mir echt leid. Ja, das war scheiße. So war es nicht gedacht, aber egal, so geht's ja auch. So, ein Ausrufezeichen. Wo will das Ding denn hin? Also, ich habe ja wirklich schon vorher, ne, so einen Emulator habe ich natürlich nicht seit gestern.
Ey, aber vorab erstmal, Yoshi ist mit am Start. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. So, lieber Yoshi. Yoshi, verpiss dich erstmal. So, ich erzähle gleich weiter, was ich eigentlich erzählen wollte. Wie gesagt, einen Controller, beziehungsweise Emulator, habe ich nicht seit gestern, seit vorgestern. Natürlich schon was länger. Hab das natürlich zwar dann auch immer mit Controller gezockt, aber halt eben mit einem, ja, nicht Super Nintendo Controller. Also in meinem Fall war es mit dem PS3 Controller. Aus dem Grunde natürlich war es so ein Spiel, finde ich, oder solche Spiele überhaupt erstmal nur mit Controller Sinn machen. So, einmal da hoch. Wie gesagt, nur mit Controller Sinn machen. Aber mit dem Super Nintendo Controller, ich musste gerade mich kurz sammeln, macht es ja nochmal doppelt so gut Laune, weil es einfach, ja, dieses Nostalgie-Feeling ist da. Mein Kopfhörer, der will schon wieder nicht. Wie gesagt, Nostalgie-Feeling ist übelst da. Ich sag mal, wenn es jetzt noch ein Röhrenfernseher wäre, dann würde man sich tatsächlich wie damals fühlen. Ja, das klappte gerade nicht. Da konnte ich auch schon mal besser. So, da kommt jetzt auf jeden Fall ein Leben. Ich weiß gar nicht, war hier nicht noch mehr irgendwie gewesen? Ich hatte irgendwie in meinem Kopf, dass da irgendwie Dingens wäre. Ja, so ein Ding, womit sich der Mario aufbläht und man dann quasi hochfliegen muss. Aber ich glaube, das kommt erst später. So, auch Level 2, Entschuldigung, Level 3 ist jetzt in diesem Fall geschafft. Wir gehen direkt mal weiter ins nächste über. Bla, bla, bla. Langsam. Verspreche dich nicht. Und jetzt wird es ein bisschen anstrengender, glaube ich. Ja, das kenne ich doch noch. Ja, ich habe damals Super Mario rauf und runter gespielt. Ich kenne es in- und auswendig. Man sieht, wie sehr ich mich hier gerade verdingse, vertue. Es macht Laune, es macht Laune, es macht Laune. Wie gesagt, gerne spiele ich auch noch ein paar andere. Toll, Yoshi ist weg. Ist aber nicht schlimm. Doch, ist schlimm, weil Yoshi ist jetzt komplett weg. Wie gesagt, gerne zocke ich noch ein paar andere Spiele. Ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr Spiele kennt. Wie gesagt, Super Mario Kart habe ich jetzt genannt. Und Zelda Link to the Past. Findet ihr oder kennt ihr noch andere Spiele, wo ihr sagen würdet, die unbedingt zocken? Würde ich gerne sehen, wie du das spielst. Ich tue mich hier gerade voll schwer, da hochzukommen. Dann, wie gesagt, ab in die Kommentare damit. Was wollt ihr sehen für Spiele? Was soll ich zocken? Soll ich nochmal einfach weiter zocken mit der Super Mario? Oder einfach mal ganz andere, komplett andere Spiele? So. Wir rushen hier mal durch dieses Level durch und sind auch schon, glaube ich, durch jetzt. Jawohl. Und da holen wir uns doch direkt mal 25 Sterne. Und gibt schon wieder bald ein Leben. 15 Leben haben wir uns mittlerweile angesammelt. Das ist nicht schlecht. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Darauf kann man aufbauen. Jetzt kommt ein wunderschönes Wasserlevel, welches nicht hauptsächlich zum Schwimmen gedacht. Nein, nicht nehmen, nicht nehmen. Wir behalten natürlich die Pflanze. Das Lustige ist, ich habe ja Kopfhörer auf, aber der Sound hört sich total anders an als wie im Original. So. So geht das ja nicht, meine ich doch. Aber jetzt holen wir uns ja Yoshi. Und der. Nein, wir holen uns keinen Yoshi. Okay, dann halt nicht. Wie gesagt, der Sound über den Kopfhörer ist total anders. Ich denke mal, das ist eine Einstellungssache. Ist aber nicht schlimm. Es ist hauptsächlich ein bisschen Sound auf den Ohren.
Den Original-Sound brauche ich nicht, den kenne ich schließlich auswendig. Oh, fuck. Das war schlecht von mir. Aber egal. Das war auch schlecht. Drauf geschissen. Wir schwimmen einfach hier durch. Ja, dass wir jetzt da diese Yoshi-Figur verloren haben, vergessen haben, ist auch nicht schlimm. Passiert, mein Gott. Ist ein bisschen was schief gelaufen. Drauf geschissen. Hauptsache, wir kommen ins Ziel und gleich geht es ins Schloss zum Bowser. Jetzt holen wir uns 21, somit bekommen wir jetzt auch wieder ein Leben. Das ist auch schön. Zack, da ist ein weiteres Leben. Normalerweise gibt das doch immer Leben, oder nicht? Ah, nee, Bonus-Game gab es hier. Ja, okay. Gut, dann drückt mir mal die Daumen, dass ich hier ein bisschen was Nettes bekomme. So wie das hier zum Beispiel. Ein Leben. Ja, das war's auch schon, ne? Mehr Treffer hatten wir nicht. So machte Mario. Herrlich, das macht einfach nur Laune, das zu spielen. Wie gesagt, vor allem mit die Controller. Das ist spitze. So, wir gehen ins Schloss. Skippen das Ganze. So. So, die von der anderen Seite, die kann man ja boxen. Ja, das wird fast schief gegangen. Ja, ist auch egal jetzt. Drauf geschissen. Das gibt... Ja, schön, ne? Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Aber egal. So, gleich kommt der Bowser. So hieß er doch, oder? Ich spaziere hier einfach durch, weil bringt ja eh nichts. So. Noch kommt er. Oh, da war ja was. Ich erinnere mich. Wer von euch kennt dieses Spiel? Wer von euch kennt es auch mehr oder weniger genauso wie ich auswendig? Weil die ersten Level, die sind wirklich im Kopf hängen geblieben. So, jetzt müssen wir hier Gas geben. Ab die Post. So, jetzt kommt der Endgegner. Ach nee, das ist ja gar nicht Bowser. Stimmt. So, runter mit dir. Geh schwimmen, Junge. Sorry, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Aber ich kann ja auch schießen. Easy going. Level 1. Ja, ist das Level 1? Kann man das so nennen? Denke ich mal, Level 1 ist geschafft. Und ich würde sagen, ich höre auch hiermit auf. Bla bla bla, das braucht hier kein Mensch. Zum Glück kann man das Ganze hier beschleunigen auf dem Super Nintendo Emulator wohlgemerkt. Ja, wie gesagt, Schloss Nummer 1 ist erwischt. Erledigt. Rote Level bedeutet immer, es gibt zwei Arten, das Level zu beenden. Nämlich der eine Weg führt dann nach links herum, der natürlich ersichtlich ist. Der andere Weg führt nach oben herum übers Wasser. Aber das werden wir nicht mehr zocken jetzt. Das lasse ich mir gegebenenfalls fürs nächste Video, wenn ihr es denn sehen wollt, ist von euch abhängig. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, gerne einen Support-Daumen nach oben reinknallen. Gerne natürlich ein Abo zu hinterlassen, um dann eben nicht zu verpassen, wenn eins dieser neuen Videos kommt. Mit Super Mario bzw. mit dem Super Nintendo Emulator. Ansonsten sage ich in diesem Sinne, Hausterinne, bis zum nächsten Mal, sagt euer Dagont. Ciao. Ein wunderschöner Super Nintendo Controller mit USB-Anschluss. Genial. Einfach, simpel und genial. Macht voll viel Laune.